Leute. Herzlich willkommen. Gaming und heute spielen wir mal wieder eine Runde Bus-Simulator 18. Wir haben das ja ewig nicht mehr gespielt, das Spiel. Und ich bin auch, Leute, gerade in Planung, mir Bus-Simulator 21 zu holen. Das heißt, seid gespannt. Ein Bus-Simulator 21 kommt auch bald. Ja, wir wollen die Route nehmen und auch den Bus, weil das ist mein bester Bus. Ziemlich geiler Bus. So, müssen natürlich hier erstmal nochmal kurz das einstellen, Rundfahrt aus, Umkehrstrecke aus, Schnellstart aus, Fahrt starten. So. Perfekt. Ein bisschen laut bei mir hier. Ich muss mal kurz hier leiser stellen. So. Tür öffnen. So. Dim, 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 dim. So. Hab ich das jetzt geöffnet? Ja. Zack. So, dann einmal Motor an. Ein Numpad muss ich auch einschalten, damit ich die Tür jetzt machen kann. Zack. Gang rein. Vorne Licht aus, hinten alles an und go. Ich fahre natürlich wieder mit Lenkrad und Pedale. Wow. Also nicht wundern. Muss mir eh bald mal ein neues Lenkrad holen, fällt mir gerade ein. Ja, mal hab ich den. Warum ist denn hier vorne so hell? Egal. Weil ich habe hier nur ein 180 Grad Lenkrad und das ist ziemlich scheiße. Also es ist halt einfach mein Anfangslenkrad gewesen, aber ich müssen auch irgendwann mal neue Sachen her. So, wir müssen hier nach links. Ich hasse es mit dem Bus nach rechts irgendwo abzubiegen. Genau deswegen, weil ich jetzt schon wieder ein Minus gemacht habe. Aber egal. Wir ärgern uns nicht. Wow. Wir fahren einfach die Strecke weiter. Und ich sollte auch lieber mal nach geradeaus gucken. Mann, ey. Ich mache ja gerade schon minus 3000. Aber egal. Heute werden wir wieder rich. So. Denn brauche nur noch 5 Passagiere und dann habe ich tatsächlich die Aufgabe geschafft. So. Ey, der Bus lenkt, bremst aber auch so scheiße. Fast angekommen. Also, ich glaube, Leute, das wird auch tatsächlich schon die letzte Folge von Bus Simulator 18 sein. Weil ich danach mit Bus Simulator 21 anfangen will. Ja, na also, das war wird wahrscheinlich die letzte Bus Simulator 18 Folge. Aber mal gucken. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. So, da vorne ist auch mein Kollege. Bremst. Ah. Ja, nicht gebremst. Warte mal, wie lange müssen wir noch fahren? Okay. So, da bin ich wieder. Wir legen auch mal direkt weiter los, sobald der Bus hier mal gefahren hat. So. Aber hier kannst du alles richten, weil mein Lenkrad irgendwie scheiße ist. Oh. So. Steigen Sie ein. Ja, das stimmt. Es ist sehr heiß draußen. Also, heute nicht. Heute ist bei uns gar nicht warm, weil es heute Unwetterwarnung ist. Und ich muss sogar noch raus. Ach, egal. Dann machen wir das zu. Und fahren wieder raus. Na Leute, das wird halt einfach die letzte Folge von Bus Simulator 18. Also es ist ein geiles Spiel, klar, es gibt aber zigtausend Bugs, Fehler, was weiß ich. Nein, ich fahr schnell. Und
mir macht es einfach Spaß, auch mal neue Spiele zu spielen, beziehungsweise auszuprobieren. Ja. Und Bus Simulator 18 kommt definitiv. Und Fernbus Simulator will ich auch bald anfangen zu spielen. Also, Leute, es kommen viele neue Games, die ich auch testen werde mit euch. Ja. Contraband Police kommt auch bald wieder. Ne? Also, ich habe ja da die Beta so getestet praktisch. Fand das Spiel eigentlich ganz nice. Und ja, definitiv werde ich es wahrscheinlich auch dann anfangen durchzuspielen. Ja. Genau. Es kommen natürlich noch andere Spiele, die ich jetzt nicht verraten werde. Aber diese drei Spiele, die ich jetzt gerade gesagt habe, kommen definitiv irgendwann. Leute, also es kann noch ein bisschen dauern, ein bisschen kommen, aber ja. Mal gucken. So. Steigen Sie mal aus und ein. Sie wollen keins, Sie wollen auch keins. Und Sie wollen auch keins. Gut, dann teste ich doch mal, ob ihr hier auch wirklich. Aha. Ja. Ja, okay, Sie haben alle. Gut. Warum sind nur drei Leute hier drinne? Und alle nicht mehr mit einem Bus fahren. Sehe ich gerade. Ja, liegt daran, dass ich aber einfach nur scheiße fahre und gerade minus 5000 oder so habe. Nee, nicht schon wieder abbiegen. Naja, auf jeden Fall ist das letzte Video von Bus Simulator 18. Aber es war ziemlich geil, muss ich sagen. Also das Spiel macht an sich halt Spaß. Aber es ist halt nicht mehr aktuell so. Also kein Mensch spielt mehr Bus Simulator 18 so. Deswegen wechsle ich jetzt um auf Bus Simulator 21. Dort habe ich eh noch nichts gemacht, weil ja, das Spiel kaufe ich mir noch. Also das Spiel habe ich noch nicht. Und ja, Fernbus Simulator kaufe ich mir auch. Und Contraband Police kaufe ich mir auch. Wahrscheinlich sogar direkt alles morgen. Ja. Wow, perfekt geparkt. Ah, finde ich auch. Jetzt die auch mal. Oh ne, nicht zu machen. Eine Fahrkarte, bitte. Na komm, mal mache ich die hinten zu. Dann kann er einsteigen. Danke. Bitte sehr. Hallo, ich will die Tür zumachen. Okay. So. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Ne, das tut mir leid für dich. Habe ich ein Minus bekommen, weil ich ein Rad auf den Bordstein gefahren ist. Egal. Also auf Bus Simulator 21 ist das, glaube ich, auch alles angepasst. Und Bus Simulator 21 sieht auch viel geiler aus, weil da auch so Busstrecken, glaube ich, gibt. Ne? Also, ja. Oh. Was daran vorbeigefahren. Warten Sie, ich muss hier mal kurz links rein. Einen Moment bitte sehr. So. An Bus fahren. Ich spiele auch Euro Truck Simulator. Also, das funktioniert. So. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Bitte, bitte. Immer wieder gern natürlich, ne? Bis dann. Noch mal hier kurz links rein. Hey. Ja. Augenblick. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Oh nein. Aha. Sie verloren. Sie will schwarz fahren. Weiß und schwarz fahren. So, let's go. Ich muss hier links rein. Bitte lassen Sie mich drüber. Der Bus rollt immer noch. Alles klar. Guten Tag. Fahren Sie bitte los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe eine halbe Sekunde. 30 Sekunden. Ich fahre jetzt. Nein, Bus, LKW. Ich fahre jetzt. Kein Boss. Boss. Genau. Kein Bock da, die 100 Millionäre zu warten. Wenn die jetzt hier nicht reinfahren, dann kriege ich einen Kollaps. Nein. Nein. Schaffe ich. Habe ich geschafft. Mein Kollege ist auch wieder da.
Hier steigt keiner ein, glaube ich. Genau pünktlich. Ja, steigen Sie aus, bitte. Wird keiner, okay, mal hier zu. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. So. Dann fahren wir halt weiter. Müssen wir gleich. Dann kommt eigentlich mal die Endstation. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Ja, also heute will es ja eh gießen. Von daher brauchst du nicht gießen. Fahren Sie langsamer. Nee. War gleich in dein Gesicht. Da braucht aber eh keiner mehr reinfahren, weil das so scheiße aussieht. Was? Leute? Das sagt man natürlich nicht. Es ist doch nur ein Spaß. Also, Typ da hinten, wer auch immer das gesagt hat, tut mir sehr nicht leid. So. Oh. Ja, da kriegst du halt 1 Euro mehr. Ich bin ein guter Busfahrer. Ich gebe den Leuten sogar ein bisschen zu viel Geld. Könnt ihr sie nicht bitte vorne bei einem Automaten kaufen? Das wäre sehr nett, wenn das gehen würde. So. Nächster Halt, Ostspeicher. Junge, was mache ich denn hier? Nee, ich bleib jetzt hier nicht stehen. Dim. Oh nee, ich muss ja geradeaus. Mann, jetzt habe ich umsonst 518 Euro bezahlt. Und nochmal 700. Warum denn nicht? Also ich gebe sehr viel Geld hier rein. Na, ist ja eh das letzte Video, von daher. Oh nein, ich bin eingeschlafen. Ja, dann kannst du ja jetzt auch gerne aussteigen. Ja, ich bin immer pünktlich, aber trotzdem meckert ihr rum. So, vorne darf keiner mehr einsteigen. Mist. Eine Fahrkarte, bitte. Ey, immer dieser eine, der hier Fahrkarten braucht. Ja, du brauchst natürlich wieder keine, ne? Typisch. So. Ey, es ist ja immer noch nicht die Endstation. Können Sie bitte fahren? Fahr ich halt. So. Nicht den ganzen Tag Zeit. Nächster Halt, Nordspeicher. Oh nee. Das ist jetzt noch, da ist noch ein Rollstuhlfahrer, ja, muss ich hinten zumachen. Tschüss. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nein, können Sie gerade nicht. Ich muss gerade jemanden hier helfen. So, jetzt können Sie rein. Hey, lange nicht gesehen. Danke. Ja, ist doch gut so. Können wir hier vorne zumachen. Hinten auch. Und let's go. Zur Endstation. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Endstation. Bitte alle aussteigen. Hab's in sie reingefahren. Oh, zum Glück. Das wäre nämlich 10.000 Euro. Als ob dieser Rollstuhlfahrer jetzt einfach nur bis hierhin will, Junge. Hätte er auch einfach hinfahren können. Ich weiß, dass du eine Rampe brauchst. Bitte alle aussteigen. Bin nicht so, dass man dich hier sieht. Oh, Kopfschmerzen. Oh Leute, ich habe gerade mit Kopfschmerzen. So. Steigen Sie aus, bitte. Tschüss. Pissen Sie sich. An Spaß. Tschüss. Vorne darf keiner mehr aussteigen. So.
dann steigen wir mal eben aus. Da ist Müll. Sperren. Okay, passt. Dann drücken wir hier mal auf Ende. Und haben insgesamt wie viel Minus gemacht? Okay, wir haben 11.000 gemacht. Ist auch ganz geil. Okay. Hallo? Ah, jetzt. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Guter Abend. Nice. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln. Ja, Leute, also er kann ruhig weiterreden, ne? Kosten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin und zurück zu bringen. Ah, fertig. Danke sehr. So, Leute, das war die letzte Folge vom Bus-Simulator 18. Wenn euch diese letzte Folge gefallen hat, lasst gerne einen Like am Boden, Kommentar. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videoschrift verlinkt. Schaut außerdem auch auf SNX vorbei, ist ein kleiner, aber feiner Bot, den ihr einfach selbst anpassen könnt. Eigenen Namen, eigenes Profilbild, bla bla bla. Keine Werbung, nur in Embeds. Ja, schaut auch gerne bei meinem Discord-Bot vorbei. Ist ein kleiner, aber feiner Musikbot, der 24/7 Radio spielt. Seid ein traumhaften Tag. Haut rein, euer Sonne. Ciao, ciao.